Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei hat das deutsche Team Tabellenführer Finnland mit 4:2 bezwungen und damit 5 von 7 Spielen der Vorrunde gewonnen. Die Mannschaft stand bereits vor der Begegnung als Viertelfinalteilnehmer fest. Für Bundestrainer Toni Söderholm war es das erste Spiel überhaupt gegen sein Heimatland. Der coole Finne wirkte angespannt und hatte allen Grund dazu. Finnland in Blau begann stark, ging in Überzahl 1:0 in Führung. Der Schuss abgefälscht, unhaltbar für Torwart Philipp Grubauer. Auf den ersten Torschuss der Deutschen musste man lange warten. Aber der saß dann richtig. Marc Michaelis 1:1 kurz vor Drittelende. Starker Pass von Plachter flach auf den Torschützen. Finnland ging im zweiten Drittel erneut in Führung. Doch ein genialer Pass von Leon Dreiseitel auf Dominik Kahun brachte den Ausgleich. Die beiden NHL-Stürmer grandios. Der Rückhandschuss genial. 2:2. Für die Entscheidung sorgte Dreiseitel dann selbst. Ihn bei dieser WM spielen zu sehen, eine Augenweide. Nach dem 3:2 nahmen die Finnen den Torwart für einen 6. Feldspieler vom Eis. Und auch das nutzte Dreiseitel. Freie Bahn zum 4:2 Endstand. Im Viertelfinale geht's nun entweder gegen Russland, Schweden oder Tschechien.